Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wittigo Property Guides. Wir waren in der Zwischenzeit nicht faul. Nein, im Gegenteil, wir waren sehr fleißig, wir waren viel unterwegs, haben uns viele neue Projekte angeschaut und heute sind wir hier angelangt, haben eins aus den vielen ausgewählt und dieses Projekt, was wir euch heute zeigen möchten, ist das Giuliana Resort. Es befindet sich zwischen der Altstadt von Hurghada und Alguna, wie viele unserer Projekte. Und ja, schaut es euch an, es ist unter Konstruktion, das heißt, wir bewegen uns heute auf einer Baustelle ein bisschen. Lasst euch aber davon nicht ablenken. Viele gute Projekte sind noch im Bauzustand. Das heißt, ich gebe euch mal einen kurzen Überblick. Dieses Projekt hat ein fixiertes Übergabedatum. Innerhalb von anderthalb Jahren soll das gesamte Projekt mit seinen Poolanlagen, mit seinen Apartments vollständig betriebsbereit übergeben werden. Was es sehr interessant macht. Das heißt, es werden nicht die Wohnungen übergeben, während hier noch gebaut wird, sondern das Projekt wird fertiggestellt und dann als ein Komplex mit betriebsbereiten Facilities wie Bars, Restaurants, den Swimmingpools, den Außenanlagen und so weiter, alles komplett fertig übergeben. Und das macht es sehr interessant. Was weiter noch ein großer interessanter Punkt in dieser Anlage ist, sind die überaus moderaten Zahlungsoptionen, die hier angeboten werden. Wir haben einen fixierten Zahlungsplan, der bis zu 3 Jahre geht, aber man kann natürlich auch, oder nicht natürlich, außergewöhnlicherweise kann man hier auch Zahlungspläne adaptieren, die über diese zeitlichen Grenzen hinausgehen. Das heißt, man kann seine Raten variieren. Natürlich hat das dann an anderen Stellen Auswirkungen, zum Beispiel in der Anzahlung oder im resultierenden Gesamtpreis. Das sind alles so Dinge, mit denen man hier wunderbar spielen kann. Und wir behalten im Hinterkopf, dass die Übergabe innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren stattfindet. Und das ist ein fixiertes Datum, unabhängig von den Verkaufsresultaten, die hier stattfinden. Sehr interessante Sache. Deswegen haben wir uns entschlossen, euch heute dieses Projekt Giuliana Resort in Hurghada vorzustellen. Also gehen wir los, schauen wir uns mal an, was das Projekt so zu bieten hat. So, was hier aussieht wie Urlaub, könnte auch Urlaub sein, zumindest für die Eigentümer, die hier eine Immobilie für sich kaufen. Das Wasser ist wunderbar, das kann ich euch schon mal sagen, aber dafür bin ich nicht hier. Also, worum es mir jetzt geht, ich möchte auch dieses wunderbare Szenario dazu nutzen, euch einmal kurz über die Facilities, die ich schon einmal kurz erwähnt habe, ein wenig zu erzählen im Giuliana Resort. Hier zu zählen zum Beispiel die Innenanlage. In der Innenanlage werden insgesamt oder im gesamten Resort werden 4 Pools aufgebaut sein. Das heißt, wir werden zentral einen großen Pool haben mit Kinderbecken, mit einem kleinen Rutschenpark. Wir werden dort 2 Poolanlagen haben, die zu exklusiven Apartments geknüpft sind. Das heißt, ein paar ausgewählte Apartments werden exklusiven privaten Zugang haben zu ihren eigenen Pools, direkt von der Terrasse aus. Des Weiteren haben wir auf dem Dach einen Pool mit Restaurant, mit Bar, mit Lounge. Das heißt, wir kommen insgesamt an der Zahl auf 4 operierende Pools, 2 davon publik, also für die Gemeinschaft, und 2 davon privat für diverse Einheiten. Des Weiteren werden wir Cafés haben unten im Poolbereich, also auf Pool-Level, Erdgeschoss-Level, und ein Restaurant und Cafébereich oben auf dem Dach. Weitere Facilities, die wir hier nennen können, sind natürlich die Supermärkte, die vorne an dem Resort angesiedelt sind. Und Rezeption, also wir werden eine hotelähnliche Rezeption haben, die dann auch einen Vermietungsservice bereitstellen wird. Oder die Verwaltung, die Apartmentverwaltung, falls die Eigentümer daran interessiert sind, mit ihrer Immobilie auch Geld zu generieren. Was auch ein sehr interessanter Aspekt ist, und dieses Projekt, muss ich auch dazu sagen, ist sehr prädestiniert dafür, dass man hier auch tatsächlich eine Ferienimmobilienvermietung gut bewerkstelligen kann mit guten Einnahmeerwartungen.
Des Weiteren natürlich der Strand, an dem ich jetzt bin, und auch das Wasser, in dem ich hier wunderbar stehe, wo ich eigentlich gar nicht raus möchte. Ich vermisse gerade meine Badehose. Ja, der Strand, 50 Meter breiter Strand mit ausreichend Chaiselongs. Ich denke, ich glaube, soweit ich informiert bin, sind an die 100 Sonnenschirme und entsprechend Sonnenbetten geplant, hier aufzustellen. Wir haben jetzt schon eine kleine Idee, das habt ihr im Ausschnitt davor gesehen, mit den Palmen und so weiter, wo die Planung hingeht. Es ist ein wunderbarer Ort. Wir haben einen super Strandzugang, also im Vergleich auch zu anderen Beachfront Resorts haben wir hier einen wirklich astreinen Strand. Wir haben ja eine kleine Steinreihe, aber nicht nennenswert. Das Wasser ist wirklich super. Wir haben jetzt heute 28 Grad oder so. Und wirklich, ich merke das Wasser nicht. Wir haben Körpertemperaturen. Auch wenn man weiter reingeht, wir haben hier vorne angelegen, haben wir diverse Spots, die sich zum Schnorcheln anbieten. Also wir haben kleinere Korallenriffs. Und man kann hier natürlich auch, man hat einen super Zugang, auch für Kinder. Es geht nicht steil rein, es geht recht flach rein, aber steil genug, dass man auch nach ein paar Schritten schon schwimmen kann. Also ein wunderbarer Strand, muss man sagen. So, des Weiteren, was gibt es über das Projekt noch zu sagen? Ich erzähle es euch im nächsten Ausschnitt. So, nun möchte ich euch auch noch ein bisschen mit ein paar Zahlen langweilen, die das Projekt umschreiben. Also fangen wir an mit der totalen Nummer an Einheiten, die hier zur Verfügung stehen, zu Verkauf stehen. Wir sprechen hier vom Architektenplan von ca. 400 Apartments, die grundsätzlich geplant sind. Mittlerweile sind mehrere Apartments auch zusammengeschlossen worden. Das heißt, die Zahl am Ende, die resultiert, die wird sich wahrscheinlich noch nach unten korrigieren. Aber im Ausgangsplan sind 400 Apartments angeplant. 400 Apartments. Das ganze Projekt ist aufgebaut auf 8400 Quadratmetern, die zu 40% bebaut werden. Das bedeutet, 60% sind Landschaftsgestaltung, Pool Areas und so weiter, die ich bereits erwähnt habe. Und was noch? Wir haben 4 Pools, auch bereits erwähnt. Facilities wie Supermärkte, Apotheken, Restaurants sind auch vorhanden. Die Zahlungspläne sind ein anderer interessanter Punkt. Ich habe den schon mal erwähnt, ich möchte es aber noch mal hervorheben, weil das ist ein Merkmal, was sich unterscheidet von anderen Projekten. In diesem Projekt haben wir einen fixierten Zahlungsplan, der vorsieht, also wenn man Raten auswählt, eine Ratenzahlung auswählt, der vorsieht, dass man zwischen 25% und 35% anzahlt zunächst, und die übrigen Prozente, die werden dann aufgeteilt, beispielsweise für 3 Jahre. Natürlich müsste man jetzt eine Beispielkalkulation machen, das werde ich jetzt nicht tun, aber das ist der grobe Plan. Wir haben aber die Option auch wie bereits erwähnt, dass man einen erweiterten Zahlungsplan zur Anwendung bringt. In dem Moment kann man zum Beispiel mit der Anzahlung spielen, also zum Beispiel 35-40% anzahlen und den Rest dann über eine sehr lange Laufzeit machen. Das sind alles Spielräume, die der Bauunternehmer eröffnet, aber in der direkten Kommunikation natürlich. Aber wir haben sehr viele Dinge schon umgesetzt, und das ermöglicht zum Beispiel auch einen Immobilienkauf für die, die jetzt mit einem kleineren Ausgangsbudget kommen oder mit kleineren Ratenoptionen kommen, oder für die, die sich wirklich ein großes Apartment hier machen wollen, und das halt eben dann durch Zusammenschluss von mehreren Apartments, wo dann der Gesamtpreis natürlich sich erhöht, aber dadurch, dass man mit den Raten spielen kann oder einem langen Ratenzahlungsplan spielen kann, das wieder erschwinglich wird. Ja, lasst es euch mal durch den Kopf gehen, das ist so eine Sache, was ich ja bemerkenswert finde hier und wirklich klasse von den Jungs. Vielleicht, ihr habt es schon gesehen, wir sind hier mitten in der Zeit, in der wir sind, die für alle Komplikationen mitbringt, aber hier wird gearbeitet. Also die Jungs, die sind hier dran, wir haben Manpower im Part, der jetzt noch unter Construction ist. Das ist übrigens das Gebäude D.
Insgesamt werden wir 4 Gebäudeflügel haben. Gut, dass wir darauf kommen. Wir haben A, B, C und D. Das heißt, da, wo jetzt mein Kameramann steht, dort wird das Gebäude A, der ganze Gebäudeflügel A, untergebracht sein. Dann zur Straße hin, die ganze Bandbreite zur Straße hin, das sind die Gebäude B und C. Und was ihr hier im Hintergrund seht, das ist das Gebäude D. Das gehört zusammen zu dem auch. Also die beiden A- und D-Flügel, das sind recht große Flügel auch. Und welche Apartments haben wir hier? Wir haben hier Studios, wir haben hier One-Bedroom-Apartments, wir haben hier Two-Bedroom-Apartments, wir haben zusammengeschlossene Apartments, die dann in der Schlafzimmerzahl tatsächlich variieren, je nach Bedarf. Und wir haben hier auch Duplexes, also auf Deutsch sind es die Maisonettenwohnungen, die dann auch recht groß ausfallen, teilweise 3 Schlafzimmer haben, Beachfront sind, also mit Sea-View. Und wenn man dann in sein Schlafzimmer im zweiten Obergeschoss geht, dann schaut man wunderbar in den Strand, in den Poolbereich. Klasse Sache. Wir haben hier aber auch Penthäuser. Penthäuser, was bedeutet das hier? Penthäuser sind Apartments, die im obersten Geschoss sich befinden und auch eine Art Maisonettenwohnung sind. Die können sehr unterschiedlich ausfallen. Manche machen Wohnräume oben auf dem zweiten Part der Etage. Manche machen sich da offene Dachterrassen. Und diese Spielräume haben wir hier auch. Also wir haben ja eine bestimmte Prozentzahl an Quadratmetern, die auf dem Dach vergeben werden können. Und für einige wenige, also es ist nicht die Masse, das sind sehr exklusive Einheiten, genau wie die Einheiten mit den privaten Pools, die sind stark limitiert, und aber die Option besteht. Und vielleicht ist das für jemand interessant, wir haben diese Option hier. Ihr seht schon, die Jungs sind fleißig, ich habe hier Hintergrundgeräusche, ich weiß nicht, ich hoffe es stört nicht, aber auf jeden Fall auch in der Zeit, in der wir jetzt sind, Corona, wird hier gearbeitet. Warum? Weil das Übergabedatum für das gesamte Projekt fixiert ist und der Bauunternehmer ist wirklich daran interessiert, dieses Übergabedatum einzuhalten. Zum Beispiel in anderen Projekten ist es etwas anders. Dort wird teilweise gebaut, dann werden die Baustellen abgegrenzt, wenn man Glück hat. Und da wird nicht so viel Wert darauf gelegt, rechtzeitig abzuliefern. Hier ist es halt eben anders und das möchte ich halt eben nochmal wirklich hervorheben, weil das ist ein wichtiges Merkmal, was für den Bauunternehmer selbst spricht. So, ich denke, jetzt habe ich euch erstmal genug gelangweilt mit Zahlen. Gehen wir uns noch ein paar Fakten angucken. Ich habe hier noch ein paar fertige Apartments, die wir uns auch noch anschauen können. Und ich würde vorschlagen, da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken uns mal ein paar Beispiel-Apartments an. Also, let's go! Also, obwohl hier die Lichtbedingungen nicht optimal sind, wollte ich mich trotzdem noch einmal die Gelegenheit nicht aus den Lappen gehen lassen, euch zu zeigen. Der Bauunternehmer hat hier 2 fertige Apartments hingestellt, damit man sich einmal ansehen kann, wie die Spezifikationen, also wie die Ausfertigung der Apartments so bewerkstelligt wird und in welcher Form die gemacht werden. Und ich finde, das ist die Auswahl der Apartments zum Zeigen, der Muster-Apartments ist sehr gut gelungen und auch die Bereitstellung ist auch sehr gut gelungen. Deswegen wollte ich das jetzt auch nicht einfach vergehen lassen. Wir haben diese Apartments hier und das ist eins davon. Das ist ein Einschlafzimmer-Apartment. Wir sehen hier mal wenigstens nicht nur die Steine und Beton, sondern tatsächlich fertige Wände. Wir haben ja auch die Balkontüren schon eingebaut, die Fenster eingebaut. Man kann sich ein gutes Bild verschaffen, wie hinterher die Apartments hier aussehen werden. Und deswegen habe ich mich entschlossen, auch mit dem schlechten Licht hier noch einmal hier reinzugehen und euch das zu zeigen, damit ihr euch auch mal ein Bild davon machen könnt, wie es fertiggestellt aussehen kann. Ja, und das ist es hier. Das, schaut euch mal um und ich gehe mal aus dem Bild. Freunde, das war's für heute vom Giuliana Resort in Hurghada. Wir hoffen alle, dass es euch gefallen hat.
Und dass wir euch das Projekt ein wenig näher bringen konnten und vielleicht euer Interesse wecken konnten. Ihr könnt euch natürlich gerne jederzeit an unser Team wenden von Witigo. Unsere professionellen Consultants stehen jederzeit bereit, euch zu beraten zu diesem Projekt, zu anderen Projekten und zu vielem anderen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt den Ausflug genossen heute zusammen mit uns. Die Witigo Property Guides werden weiter auf dem Weg bleiben und weiter nach neuen und interessanten Objekten für euch suchen. Wir werden nicht schlafen, wir werden keine Pause machen, wir werden auch uns Corona nicht hingeben. Wir machen weiter. Ja, falls euch das gefallen hat und ihr möchtet up to date bleiben, vergesst nicht uns zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr immer die neuesten Updates habt. Und jetzt, meine Lieben, ich verabschiede mich. Bis bald, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und jetzt genießt die Sonne.